Noch jemand, der Minecraft spielt. Muss das denn wirklich sein? Und ja, ich habe halt einfach mal wieder mega Bock, Minecraft zu spielen. Habe ich ewig lang nicht mehr gespielt. Und es lag ewig lang auf meinem Rechner rum. Und ja, wer zuschauen möchte, kann es gerne tun. Ich werde mal eine ganz stinknormale Runde spielen. Zeug sammeln, Haus bauen. Und das möchte ich einfach ganz entspannt machen. Und was mich auch freuen würde, ist, wenn wir vielleicht es so machen könnten, dass wir in die Kommentare vielleicht was Interessantes reinschreibt, worauf ich eine Meinung dazu abgeben kann, dass ich darauf ein Gespräch entwickeln kann. Und dass wir dann so eine Art kleine Talkshow oder ein Frage-Antwort-Video draus machen können während des Minecraft-Spielens. Und da ich das halt ganz ruhig angehen will, könnte das ja sicherlich ganz gut klappen. Aber genug geredet, wir wollen erstmal spielen. Und ihr seht, ich habe hier schon ein wenig angefangen zu bauen. Bin erstmal durch die Welt hier gereist und bin dann hier in ein extreme Hügelbiom gekommen. Und habe schon mal meinen Grundriss für mein Häuslein geplant. Auch wenn ich ihn hier vielleicht mal verändern sollte, weil diese Ecke gefällt mir nicht. Aber ich habe erstmal was anderes im Visier. Und zwar gibt es hier unten so einen schönen Minenschacht. Aber erstmal, ja, wir brauchen noch was zu essen. Kommst du mir gerade recht, du Hühnchen. So, hier laufen nämlich ganz schön viele Viecher rum. Uns erstmal zu essen besorgen, bevor wir uns wieder in den Minenschacht stürzen. Mäh. Hops, 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 hops. Ja, Hühnchen will ich essen. Und dich auch. Und dich. So. Habe ich erstmal genug? 6 Stück, das dürfte reichen. Hey, da unten ist eine Höhle. Aber die gucke ich mir später erstmal an. Denn unter meinem Haus habe ich einen schönen großen Canyon entdeckt. Oh, mein Inventar ist voll. Ach komm, wir mampfen. Das Hühnchen hier schon mal. Om, nom, 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 nom. Da liegen überall Eier rum. Und die Bäume fangen auch schon an zu wachsen, die ich gepflanzt habe. Sehr schön. Gut, dann packen wir erstmal Glas. Sehr schön. Das kommt da rein. Ne? Da rein. Und das schmelzen wir ein. Ach so, den kann ich ja gar nicht schmelzen. Da brauche ich ja Bruchstein. Stein, wo steht hier rein? Den. Das Holz kann auch da rein. Das kann alles rein, brauche ich gerade nicht. Und hier brate ich mir mal ein paar Hühnchen. Okay, Spitzhacke habe ich noch. Dann nehmen wir mal ein wenig Wasser mit. Kann man ja immer ganz gut gebrauchen. Warten wir noch schnell, bis hier dieses Hühnchen fertig ist. Und dann kann ich ja gleich mal hier die Ecke ändern. Vielleicht noch ein bisschen Erde aufschütten oder sowas. Weg damit. Oder. Ne, brauchen wir gar nicht. Können wir auch gleich so machen. Machen wir hier noch eine Ecke rein.
Eine Erde brauche ich doch. So, und dann haben wir hier was. So, jetzt ist das schon deutlich angenehmer. Hier hinten will ich einen Turm hinbauen. So schön aus Granit. Habe schon einiges davon gesammelt. Hier zwei ganze Stacks. Und jetzt haben wir unsere Hühnchen. Und da gehen wir erstmal runter. Ich so eine schöne Wendeltreppe hingebaut. Jetzt gibt es noch einen Zwischenausgang zum Fluss. Und da unten geht es halt noch tiefer runter. Zwar gibt es ja einen schönen Canyon, beziehungsweise eine tiefe Schlucht, wo wir uns einmal umsehen können. Denn bisher habe ich nur Eisen gekriegt. Und das will ich natürlich ändern, weil Gold und Diamanten sind ja auch was Schönes. So, kommt das Zeug hier noch weg? Das muss alles raus hier. Und eins, zwei, hier müssen wir noch hin. Muss alles weg hier. Einfach irgendwie gerade wie ein Gast oder so, oder? Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, scheiße. Oh, ich habe zum Glück noch Stein da. Hier geht's ja runter. Hier kommt eine Treppe hin. Ach, falsch rum, scheiße. Das war natürlich schlecht, wenn die auf dem Kopf steht. Machen wir noch unseren Erdlift hier weg. Weg mit dem ganzen Gelumpe hier. So, noch eins runter. Dann brauchen wir den Stein. Geht's hier hin? Der kommt weg. Das kommt alles weg. Und da ist die Spitzhacke auch schon kaputt. Ach scheiße, das war dieser falsche Stein. Mist. Ich hoffe, ich krieg wieder einen reinbauen. Es wird zu dunkel, aber wird Nacht. Erstmal hier eine Fackel hin. Warte. Hier muss noch eine Treppe hin, genau. Muss man hier noch tiefer graben. Da geht's runter, na toll. So, dann müssen die Steine hier auch noch alle weg. Das wird jetzt spannend. Ah, die ist sogar richtig rum. Sehr schön. Aber wir machen es am dümmsten. Wir brauchen Erde. Ich habe natürlich jetzt Schiss, dass mich jetzt hier irgendwas abschießt. Ach, egal. Hier Fackeln hinstellen. Enderman, scheiße. Den sollte ich nicht angucken.
Ah, falsch rum. Ach, falscher Block. So rum gefällt mir das doch schon besser. So, machen wir die Erde wieder weg. Seid doch mal still da hinten. Und da haben wir unsere Treppe erstmal bis ganz unten gemacht. Welche Höhe sind wir? 39. Und da geht's noch ein Stückchen. Ah, nicht weit hingucken. Weiter hin runter. Da haben wir einiges zum Erkunden hier, das gefällt mir. So. Das ist. So. Da haben wir unsere Treppe nach unten fertig. Das gefällt mir gut. Noch ein bisschen schöner hier. So, dass das hier auch ordentlich aussieht, stopfen wir hier noch so einen Stein drunter. So. Da oben fehlt noch ein Stein, der ist mir kaputt gegangen, aus Versehen. Wir sollten vielleicht mal noch irgendwie immer mal eine Zwischenetage aus Glas einbauen. Aber das habe ich ja gerade nicht mit, dass du hier nicht runterfallen kannst. Ich glaube. Doch, hier muss ich ja machen. Hier muss ich das ja so machen, weil ich hier rüberlaufen will. Oder halt, bessere Idee. Das mache ich weg. Oh. Gibt's hier eine Glaswand? Kann man nicht runterfallen. Und man hat ja schön die Treppe, die man benutzen kann. Mache ich hier noch zu. Und dann sieht das doch gut aus. Haben wir hier die Fackel noch? Aber ich glaube, die setze ich mal um. So. Wo setze ich den jetzt am dümmsten hin? Hier. Genau. Einfach drunter. So, da oben ist Nacht. Gefällt mir gerade nicht. Läuft doch bestimmt lauter Viehzeug hier rum, oder? Nee, gut. Geh mal erst mal schlafen, oder auch nicht. Wo bist denn du, du dummes Skelett? Ich hör dich doch da hinten. Die sterben, dummes Vieh. So, kann ich jetzt schlafen? Ach, das noch so einer. Aua! Hab ich endlich Ruhe? Ja! Und ich hab Pfeile im Gesicht, na toll. So, Tag. Ich hatte noch einen Apfel hier rumliegen. Den können wir erstmal essen. Nom, 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 nom. So, und Glas brauchen wir jetzt. Und hier fertig? Ja. Das hier reinstopfen. Muss hier oben den Eingang noch ein bisschen hübscher machen. So, auf welche Höhe machen wir das denn hier? Die Höhe ist vielleicht ganz praktisch. Weil halt haben wir schon. Verliere ich Lebenspunkte? Ja. Dann sollte ich hier noch eine Zwischenetage einbauen. Ja, so geht das. Ich weiß auch gerade nicht, warum das genau dort jetzt aufgetaucht ist. Ich kriege immer noch Schaden hier. Oder kriegt man, wenn man auf Glas fällt, mehr Schaden?
Ach, egal. Ich falle ja nicht so oft runter. Ach, so geht das schon. Hier muss auf alle Fälle noch mal eine Tasche hin. Oder zwei sogar. Muss am besten noch mal innen. Ja, das war falsch. So. Fällt ja maximal auf das Glas runter. Das ist auch gut. Da, Skelette, Skelette. Oh, Gold. Mampf ich erstmal wieder was, damit ich mich erstmal hochheilen kann. Dann mache ich mir doch einfach mal schnell einen Fahrstuhl. Oh, das ist ein Enderman. So. Runter hier und zum Gold. Na, ich lasse dich in Ruhe, du lässt mich in Ruhe, okay? So, gibt es ein bisschen Gold für uns, das ist doch mal ganz schön. So, ich kann mal gucken, was da drüben noch so gibt. Bauen wir uns eine kleine Steinbrücke darüber. Nee, das ist der falsche Stein. Ich will den Stein bauen. Nein, nicht hingucken. Sonst sterbe ich am Ende nur. Ich kenne das doch. Nein, das war auch nicht. Oh, der ist so. Ah, mega creepy, der Typ. Ah! Was war das denn? War das ein Skelett? Ja, muss es gewesen sein. Ich habe einen Pfeil irgendwo. Zombie ist ja auch. Und erstmal die Kohle da oben. So reicht erstmal. Hinten noch ein bisschen Licht. Aber da sehen wir noch nicht allzu viel. Hinten ist Lava, wie es aussieht. Grab ich mir mal einen Weg hier durch und mampf noch was. Lecker Hühnchen. Eine Spinne. Ich denke, ich spinne. Na, spring doch rüber. Fallen die Lava am besten. Du Kackvieh. Ach, so ein Arschloch, ey. Na? Ich bräuchte einen Bogen. Die spinnen doch alle hier. Ah! Nee, ich geh wieder. Halt. Ich geh wieder hoch, bevor ich noch sterbe und mein ganzes Zeug verliere. Hab ich gerade keinen Bock drauf. Mache ich mich lieber erstmal an die Verkleidung hier oben, dass es das alles ein bisschen ordentlich aussieht. Und zwar muss das ganze Zeug hier raus. Der ganze
Granit und die Erde. So, machen wir uns wieder zu. Mal einen Platz gemacht. Das kann so bleiben. Nein! Ah! Fuck! Das hier muss aber weg. Die Wand muss ich rausnehmen. Zumal hier sowieso noch die Boden hinkommt von unserem Haus. Das ist Adesit, glaube ich. Den brauche ich auch nicht hier drinnen. Hier brauche ich mal wieder ordentliche Steine hin. Das wird wieder zugebaut hier. Eins, zwei, drei, vier. So. Halt, das war doch zu weit jetzt, oder? Ja, stimmt. Ich muss erstmal nur bis hier hinbauen. So. Und dann hier zubauen. Habe ich noch mehr Steine dabei? Gerade nicht. Okay. Aber ich habe ja welche gebrannt. Genau, sehr gut. So, ist das hier zu? Gut, das sieht das hier oben schon mal ordentlich aus. Da baue ich das auch gleich hier raus. Okay. Gut, die oberste Schicht lasse ich noch frei. Das muss auch weg. Und hier mache ich dann Holz hin. Aber hier kommt mal Stein hin. Na, das war die falsche Seite, scheiße. So, der kommt wieder weg. Da muss man jetzt von draußen wieder rein. Na. Und wir haben hier doch Holz. So, dann nehmen wir gleich mal Eichenholz. Das haben wir ja gerade da. Können wir hier schon mal anfangen mit dem Fußboden. Halt, erstmal schlafen gehen, bevor hier wieder irgendwelche dummen Viecher spawnen. Das wird noch ein ganzes Stückchen Arbeit, hier das alles wegzumachen und dafür Holz hinzutun. Na, mal schauen. Dann muss ich da drüben den Stein auch wieder wegmachen. Das war eigentlich doof, dass ich den da hingesetzt habe, aber egal.
Gut, den kann ich eigentlich hier da lassen, da das der eh niemand sieht da hinten. Da habe ich hier den Eingang in unsere Mine. Das ist doch mal ganz gut. Aber ich glaube, wir könnten das noch ein bisschen nach hinten ziehen, in die Richtung, damit wir hier noch eine Tür hinmachen können. Mach die Slabs nochmal weg hier. 2, 3. Da sieht auch niemand, das kann ich da lassen. So, genau. Mach hier wieder Holz hin. Den auch weg und dann baue ich hier eine Tür rein. Hab noch genau 6, das passt ja perfekt. So. Dann brauche ich noch. Was waren das? Druckplatten, hä? Nee, das war es nicht. Wie ging denn Druckplatte? Das sind Slabs, die brauche ich nicht. Ach nee, oder brauche ich da normalen Stein? Ja. Tatsache. Okay. Halt. Nicht wegwerfen. Wieder habe ich jetzt 3 Türen. Ist jetzt anders vom Rezept her. Na egal. Soll ich auch noch so ein Ding hin? Mal einfach durchlaufen. Hab halt, wenn ich mach die von drinnen besser weg. Falls hier doch mal ein Monster hochkommt, dass er dann hier nicht einfach so durchspaziert. So, hier machen zu. Das lassen wir mal so ein bisschen steinmäßiger. Den Rest vom Haus will ich vielleicht ein bisschen mehr Holz reinbauen. Aber hier ist der Eingang zur Mine, da kann man das auch so lassen. Finde ich. 1, 2, 3. Aber hier machen wir das ein bisschen anders. Kann ich da jetzt Glas reinsetzen? Sicher nicht, oder? Nee, scheiße. Oder ich mache das hier weg. Und setze dann hier eben Glas rein. Aber das sieht auch wieder doof aus. Oder ich mache das ganze Ding noch eins höher. Oder zwei gleich. Warte mal, das muss ich schon mal ändern hier. Setze ich wieder hin. Dass ich das hier oben dran mache. Ist das 5 hoch, aber ich kann hier halt noch Glasscheiben einbauen. Dass man noch einen schönen Ausblick hat. Mache ich hier halt nochmal Steinslabs unten drunter. Kann man hier mal ein bisschen reinschauen, ob da irgendwas Gefährliches gerade drin ist. Genau, da haben wir den Raum. Jetzt komme ich ja nicht mehr raus. Haben wir den Raum eigentlich schon fast fertig? Machen wir auch noch Fenster dran. Und da sieht das doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich kann hier vielleicht noch eine Truhe hinstellen, wo du das ganze Werkzeug und so reintust. Aber da finde ich das doch mal schon einen guten Anfang. Was hier drin? Da können wir das Gold erstmal einschmelzen. Und wir haben
Sand haben wir noch ein bisschen. Holz haben wir erstmal eine ganze Menge, das nehme ich mit. Packe ich erstmal das ganze Zeug darüber. Denn wir brauchen jetzt eine ganze Menge Holz. Denn ich will erstmal diesen Fußboden machen. Denn auf Erdfußboden habe ich nicht ehrlich gesagt Lust darin zu schlafen. Oder dass ich den liegen und mache einfach eine Schicht höher. Das geht ja auch. Doch, ich glaube, ich mache es so. Ich lasse den Erdfußboden einfach liegen und baue meinen Fußboden einfach drüber. Mal gucken, wie das aussieht. Da ist das Haus noch ein Stückchen höher am Ende. Aber da habe ich auch wieder das falsch gebaut. Nee. Ich baue ihn tiefer. Weil dann ja schon die Mine auf der falschen Höhe wäre. Immer noch stehen. Ah, meine Dingens ist kaputt, meine Schaufel. Und da muss ich erstmal neue bauen. Am besten gleich zwei. Denn ich sehe, das wirst du schon noch eine ganze Menge Schaufeln beanspruchen hier. Das lasse ich auch immer noch stehen. Wasserquelle. Und dann mache ich erstmal wieder ein bisschen Terraforming. Mal gucken, wie lange ich das mehr dafür brauche. Ich habe hier hinten schon, wo da der Turm mal hinkommt, habe ich schon einen ganzen Berg abgetragen. Schon so knapp ein, zwei Stunden gedauert. Aber diesmal ist ja nicht so viel Material, was wir abbauen müssen. Doch schneller als gedacht. Obwohl die Schaufel schon wieder halb kaputt ist, was viel nervig ist. Aber die Außenbahn haben wir schon geschafft. Danach wird ja immer weniger Material, was wir abbauen müssen. Ups. Da habe ich wieder drei Stacks Erde gesammelt. Wie schnell das geht, schrecklich. Weiter. Wieder vor. Buddelt. Sowas Nerviges. Und ich glaube, dafür brauchen wir mehr Holz, als wir haben. Aber zum Glück habe ich da hinten einen ganzen Wald gepflanzt. Ups, Schaufel kaputt. So, nächste. Ganz Ende mit Torbe doch voller Erde, schrecklich. Wird schon wieder Nacht.
toll. Dann mach ich das hier vorne noch schnell fertig und dann. Ach ne, ich geh jetzt gleich schlafen. So. Da bin ich wieder. Und da haben wir das auch schon fast geschafft hier. Ich glaube, da hinten lasse ich den Stein erstmal stehen. Und, rechts auf der Seite. Denn da kommt ja der Turm hin. Schnell weg hier. Halt, ich hab Hunger, sehe ich. Aber ich hab grad nichts zu essen dabei. Okay. Nehme ich doch gleich mal mit. Das hat sich gelohnt hier. Okay, warum das gleich mal wieder zu? Ich hier drinne irgendwann mal einen Creeper spawnt. Das wäre natürlich mega ungeil. Hier drinne. Baue ich normalen Stein hin, wenn ich welchen dabei hätte. Aber hier packen wir jetzt erstmal Holz hin. Ich habe keine Axt dabei. Naja. Auch schon wieder verbaut. Na gut, kann ich am Ende korrigieren, wenn ich erstmal alles weggebaut habe. Ah! Zu früh bewegt. Da kommen wir doch ganz flott voran. Ja. Die Steine hier vorne kommen natürlich auch noch weg. Da muss ich natürlich erstmal einen besseren Platz für die Kisten und so suchen. Und das hat ja bis genau bis zur Ecke gereicht. Okay. Gold, Eisen. Verdammt, jetzt habe ich kein Holz mehr, um Stöcke zu bauen. Na egal. Klopfe ich erstmal so auf den Baum. 1, 2, 3. So. Machen wir uns erstmal wieder Stöcke. Und dann eine Axt. 1, 2.
1, 2, 3. Dann können wir uns wieder ein bisschen Holz besorgen. Dann auch gleich wieder einen neuen Wald anpflanzen. Wie viel habe ich schon? 44, ja, das ist schon eine ganze Menge. Machen wir gleich das Deck hier voll. Müssten 57 sein. 9. 61, 62. Oh, jetzt haben wir schon 64. Habe ich mich verzählt. Egal. Dann können wir ja erstmal wieder Bäumchen pflanzen. Dahin und dahin und dahin. Dahin, dahin, dahin. Da und da und dort und hier und da. Und da. Damit haben wir erstmal wieder genug Nachschub und haben gleich schon einen Apfel gekriegt. Aber wo ist jetzt mein Essen hin? Da ist es. Sehr gut. So. Und jetzt haben wir wieder genug Holz und können weiter unseren Fußboden belegen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ach, schon wieder falsch. Ach. Das macht mir vielleicht etwas leichter, indem ich einfach die Axt hier drauf lege. Hier vielleicht das Badezimmer machen oder so. Muss ich mir noch ausdenken. Schon mal den Grundschnitt eigentlich ganz gut hingekriegt. Mal den Fußboden. Und hops. So, da haben wir schon fast alles hier. Fällt mir. Und da haben wir, glaube ich, schon genug Holz, wenn ich mich nicht verschätzt habe. Jo, das dürfte locker reichen. Dann können wir uns langsam schon mal an die Gestaltung Richtung Höhe machen. Also, dass wir uns an die ersten Etagen wagen.
Oh, ich brauche doch noch mehr Holz. Zum Glück gibt es ja genug Bäume. Aber halt, wir haben auch Knochenmehl. Können wir mal schnell einen neuen Baum pflanzen hier. So, Baum da, sehr gut. Jetzt wird es schon wieder Nacht hier, das ist schrecklich. Aber das Holz könnte immer noch nicht reichen. Das reicht noch nicht. Wir brauchen noch mehr Bäume. Gut, dass hier noch mehr rumstehen. Halt, wir müssen dringend mal wieder Fackeln setzen. In unserem schönen Haus. Weil ich keine Lust habe, dass mir hier irgendwelches dämliches Viehzeug drin spawnt. So, 32, das müsste reichen, oder? Aber ich befürchte nicht. Nee, das reicht auf alle Fälle nicht. Aber ich gehe mich erstmal wieder eine Runde aufs Ohr legen. Guten Morgen. Und dann können wir uns ja dem großen Baum da vornehmen. Er sollte uns genug Holz liefern, damit wir hier alles fertig bauen können erstmal. So, bauen wir uns wieder eine Erdleiter. Noch irgendwo Holz, oder? Oder? Aua. Baue ich den Baum auch gleich noch ab. Hier ist, glaube ich, nichts mehr. Hier schön Baumpflanzaktion. Ein bisschen was für die Umwelt tun hier. Da kommt noch einer hin. Hier gibt es noch einen leckeren Apfel für uns. Sehr schön. Hier kommt noch ein Baum hin. Da kommt noch ein Baum hin. So, das reicht. Das Holz nehmen wir noch mit und ich habe gerade wieder eine Spinne. Das finde ich nicht so toll. Aber nö. Haben wir erstmal alles. Okay. Jetzt hätte ich bitte Holz. Danke. Dann können wir da hinten endlich fertig bauen. Vielleicht soll ich auch mal anfangen, mir irgendwie so ein Zaun zu machen, so ein Gehege für Tiere. Oder eine kleine Farm. Aber ich weiß gar nicht, wie das funktioniert hier, ob das hier in dem Biom überhaupt geht, dass ich mir eine Farm mache, weil es hier ja, glaube ich, kalt ist. In Extreme Hills. Ich probiere es erstmal mit einer Hacke. Ob da was wächst, das sehen wir ja gleich. Weil die Bäume wachsen ja schon mal. Guck ich mal hier hinten, ob da was wächst. Baue ich mir noch ein bisschen Erde hin.
So. Mache ich hier mal Wasser hin. Und dann mache ich... Halt, das kommt noch weg hier. Sieht zumindest ganz gut aus bis jetzt. Halt, das war zu viel. Hier muss nochmal Wasser hin. Kann ich nichts einbauen. Mache ich immer schnell weg hier. Und pflanze da nochmal Erde. So, jetzt brauche ich noch irgendwas, was ich drauf pflanzen kann. Hatte ich nicht irgendwo noch Samen da? Ein Weizenkorn, geil. Mal gucken, wie das hier so wächst. Oh. Plötzlich ein Baum. Wächst das? Zumindest mit Knochenmehl wächst es gut gekommen. Okay, jetzt können wir erstmal hier da wachsen lassen. Ich hau hier mal noch den Stein weg. Dann kann ich mir mal Gedanken machen, wie ich die Raumverteilung mache. Wo ich zum Beispiel ein Treppenhaus hinmache oder sowas. So, das lasse ich noch stehen da drüben. Steine habe ich gerade nicht. Packe ich das mir alles weg und nehme mir hier den Stein raus. Also, ich brauche keinen Stein, ich brauche ja Holz. Stein habe ich ja gerade weggemacht. Jetzt muss ich aufpassen. Wenn ich sterbe, komme ich hier nicht mehr zurück. Also schnell mal ein neues Zimmerchen aussuchen, wo ich mir ein Schlafzimmer einrichte. Neben der Mine ist doof. Hier hinten vielleicht. Nähe vom Turm. Ach Mist, die Slabs habe ich ja gerade weggepackt. Die Steinstufen kann ich ja als das als Unterteilung für die Zimmer verwenden. Als Grundgerüst quasi.
sagen, hier machen wir vielleicht ein Schlafzimmer hin. Oder bauen wir das in die nächste Etage? Ja, genau, so passt das von der Länge her. Machen wir einen Eingang oder zwei? Einen Eingang würde ich sagen. Und dann hier hinten das Bett hin. Haben hier noch links und rechts einen Nachttisch oder sowas. Und da gucke ich mal, wie das hier sich alles so entwickelt. Glas haben wir auch dabei. Wir haben zwar hier keinen wunderschönen Ausblick, aber naja, gibt ja Schlimmeres. So, gibt es hier schönes Eckfenster. Haben wir eine ganze Fensterfront hin. Glas haben wir hier. Zweiunddreißig wird, glaube ich, reichen. So lang, ja. Und zweier hoch. Ah, Scheiße. Ach, Scheiße, schon wieder falsch gemacht. Na toll, hätte ich mich nicht versetzt. Hätte das jetzt geklappt? So, wieder ein neuer Morgen. Schaut, hier kommt noch eine Steinplatte hin. Bauen wir uns ein paar neue Scheiben. So, da ist das hier auch fertig, sehr schön. Aber da machen wir hier einen Holzrahmen hin. Obwohl, warte, dann müssen wir das hier schon anfangen. Weil hier der Turm hinkommt. Dann können wir gleich noch hier das hier wieder hinbauen. Und da oben kommt noch ein Holzblock drauf. Und dann machen wir das hier gleich mal fertig. Ach, falsch rum. Okay, haben wir ein bisschen was geschafft heute. Haben wir hier die Mine fertig gebaut. Ja, geh rein. Wo so ganz schön tief runter geht. Haben das hier schon angefangen, haben den ganzen Boden gemacht. Und naja. Ich denke mal, das reicht es für das Erste. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, schreibt es in die Kommentare. Und wie gesagt, ich würde mich sehr über Kommentare freuen, über die ich reden könnte während des Spielens. Und dass sich da vielleicht so eine kleine Unterhaltung entwickelt, die zwar ein bisschen Verzögerung hat, aber die trotzdem stattfindet. Vielleicht
ist das ja eine ganz gute Idee und oder ein guter Anreiz, um da was aufzubauen. Ja, mit Minecraft aufbauen. Naja. Wie dem auch sei. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, haut rein. Ciao.